Ein Kursjuwel aus Kapitel 11, Gott oder das Ego. Römisch 4, des Gottessohnes Erbe. Nur du kannst dir etwas entziehen. Widersetze dich dieser Einsicht nicht, denn mit ihr beginnt wahrhaft das Licht heraufzudämmern. Denke auch daran, dass die Verleugnung dieser simplen Tatsache viele Formen annimmt. Und du musst lernen, diese zu erkennen und dich ihnen ausnahmslos standhaft zu widersetzen. Der Satz, nur du kannst dir etwas entziehen, ist sogar kursiv geschrieben. So wichtig ist er. Es ist von unglaublicher Wichtigkeit, dass wir akzeptieren, dass niemand verantwortlich dafür ist, wie wir uns fühlen, wie es uns geht. Dass wir die Schuld als Ganzes aufgeben, das ist fundamental. Und dass wir uns dieser Einsicht nicht mehr widersetzen, dass wir einfach nur uns alles selber antun. Das ist der Beginn, wirklich der Beginn eines anderen Weges. Eines Weges, den die Welt so nicht kennt, weil die Welt immer im Außen nach Schuld sucht und nach Verantwortung für die Fehler. Und auch im Außen immer sucht nach den Lösungen, aber nicht im Innern, wo sie wirklich ist. Im Innern ist der Fehler und im Innern, wo der Fehler ist, da hat Gott auch die Lösung hingetan. Gemeinsam. Dort, wo das Problem ist, ist auch die Lösung. Und die Verleugnung dieser simplen Tatsache nimmt viele Formen an und wir müssen lernen, sagt Jesus hier, diese Formen zu erkennen und uns ihnen ausnahmslos standhaft zu widersetzen. Also wirklich jede Form zu erkennen, jede Form von Schuldzuweisung, von Verurteilung und Trennung und Andersartigkeit zu erkennen, überall, wo ich eine Sandmauer wieder aufgebaut habe, begonnen habe, wieder aufzubauen. Und Jesus bittet uns wirklich radikal, ganz radikal und kompromisslos, standhaft, das nicht mehr zu tun. Denn sonst können wir unser Selbst nicht erkennen. Unsere wahre Identität in Christus können wir sonst nicht erkennen. Wir können sonst die Wahrheit gar nicht annehmen. Das Wunder ist ja gerade, dass ich meinen Geist berichtigen lasse. Das Ego ist ja das, was immer zuerst spricht und uns erzählen will, Märchen erzählen will. Genau. Und Jesus bittet uns, höre nicht mehr auf die Märchen deines Egos. Ich habe hier ein neues Lernen für dich. Du bist unschuldig, du bist sündenlos. Und das Beste ist, nicht nur du allein, denn dein Bruder und jeder Bruder hier mit dir, gemeinsam. Suche keine Schuld mehr, gib die Schuld, den ganzen Glauben an Schuld als Ganzes auf. Es gibt nur Fehler und Fehler, die können berichtigt werden. Und das ist ja das Wunder. Das Wunder berichtigt unseren Geist und reinigt unseren Geist vom Glauben an Schuld und an Trennung und an Konflikt und an Einsamkeit und an Tod. Das Ding ist, dass wir wirklich vollkommen geheilt sind, bereits jetzt in diesem Augenblick und in jedem Augenblick, und zwar gemeinsam, niemals allein. Und das anzunehmen, das sich daran zu erinnern, das ist das Wunder und das ist das, was wir sind. Und daher, da wir es sind, ist das unser, ja, es ist unser Erbe, es ist das, was wir wirklich sind. Also, es ist die einzige Wahrheit, unsere wahre Identität, unsere Vollkommenheit.
Das ist das Wunder. In dieser Welt kann man das, es ist wirklich ein Wunder, in dem Tiefschlaf, in dem sich hier diese Welt und in dem wir uns befinden, hypnotischer Tiefschlaf seit Anbeginn der Zeit, sich das Licht dort endlich hineinkommt und uns erinnert, dass wir nur schlafen, dass wir nur träumen, dass wir nur erwachen müssen aus einem Traum, den Adam träumt. Adam fiel in einen tiefen Schlaf. Und seitdem träumt er und ist noch nicht erwacht. Lasst uns gemeinsam die Wahrheit annehmen, das Wunder annehmen, das unseren Geist berichtigt. Darauf haben wir sogar ein Anrecht, weil es von Gott gegeben ist, uns zu erinnern an das, was wir wirklich sind. Das ist das, was Gott will für uns. Vollkommenes Glück. Vollkommenes Glück kann es nur in der Erinnerung an unser wahres Selbst geben. An Gottes Altar steht Christus und wartet, dass er seinen Sohn willkommen heißen kann. Und Christus bist du. Christus ist Gottes Sohn. Und wir stehen gemeinsam als Gottes Sohn, als Christus, an Gottes Altar und warten, dass er uns willkommen heißt. Komm aber völlig ohne Verurteilung, sonst glaubst du, dass die Tür verriegelt ist und dass du nicht hinein kannst. Die Tür ist nicht verriegelt und es ist unmöglich, dass du den Ort nicht betreten kannst, wo du nach Gottes Willen sein sollst, wo wir ja in Wirklichkeit sogar sind. Ne? Aber im Traum denken wir, woanders zu sein. Das heißt, wir sind zwar dort, aber wir nehmen es nicht wahr. Und es geht ja darum, dass wir es auch endlich wahrnehmen. Was heißt wahrnehmen? Wenn wir dort sind, dann nehmen wir nichts mehr wahr, dann erkennen wir nur noch. Denn Wahrnehmung und Erkenntnis schließt sich aus. Aber jetzt hier, wo wir jetzt sind, geht es, bewegen wir uns von der falschen Wahrnehmung dieser Welt hin zur wirklichen Wahrnehmung, zur wahren Wahrnehmung, die dem Himmel immer näher kommt, indem wir uns liebevoll verbinden mit all unseren Brüdern, indem wir uns verbunden fühlen, indem wir uns nicht mehr krank und einsam fühlen. Der Körper ist ja nicht das, was wir sind. Wir erinnern uns immer mehr, wir lassen uns berichtigen vom Wunder und erinnern uns immer mehr an das, was wir wirklich sind. Reiner Geist, eins im Geist, den Christus. Liebe dich nur mit der Liebe Christi, denn so liebt dich dein Vater. Du kannst es ablehnen, einzutreten, doch kannst du die Tür, die Christus offen hält, nicht verriegeln. Mit der Liebe Christi lieben, so wie der Vater liebt, bedeutet Unschuld sehen, bedeutet vergebend lieben, vergebend schauen auf alles. So lieben wir uns mit der Liebe Christi. Wir lieben uns mit der Liebe Christi, indem wir den Sohn Gottes ineinander anerkennen. Jeder hier ist der Sohn Gottes. Wir sind eine Sohnschaft. Wir sind eins. Komm her zu mir, der sie für dich offen hält, die Tür. Denn solange ich lebe, sagt Jesus hier, kann sie nicht geschlossen werden. Und ich lebe ewig. Und Jesus lebt mit uns ewig. Wir sind ja eins. Gott ist mein Leben und das deine. Und Gott verweigert seinem Sohne nichts. Und wir sind gemeinsam mit Jesus, Gottes Sohn. Christus wartet an Gottes Altar darauf, in dir wieder eingesetzt zu werden. Gott weiß, dass sein Sohn ebenso schuldlos ist wie er selbst. Und du näherst dich ihm durch die Würdigung seines Sohnes. Lasst uns einander würdigen. So nähern wir uns Gott, so nähern wir uns dem Himmel. Wir wollen dem
was das Ego uns erzählt. Das Ego spricht ja immer zuerst, es urteilt erstmal. Wir wollen dem keinen Glauben mehr schenken. Wir wollen zurücktreten. Wir wollen zurücktreten und sagen, bitte zeig du mir, Heiliger Geist, was mein Bruder wirklich ist. Denn in ihm will ich mich selbst erkennen. Amen. Amen und danke für dich.